Hallo ihr wundervollen Menschen da draußen und herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem Kanal, wo ich auch wirklich was koche. Und ihr habt mich in letzter Zeit sehr oft gefragt, ob ich euch denn mal zeigen kann, wie ich den Vanille- oder Schokopudding immer zu Hause selber mache, ohne ein Päckchen zu verwenden. Und deswegen zeige ich euch das heute und ich würde sagen, wir starten gleich mal los. Mit den Zutaten, die wir brauchen, sind auch gar nicht viele. Ich starte ganz einfach mal mit dem Vanillepudding und wie ihr schon sehen könnt, sind es überhaupt nicht viele Zutaten, sondern eigentlich nur 3 Zutaten. Und alle genauen Mengenangaben findet ihr ab jetzt immer unten in der Infobox. Als erstes braucht ihr einfach mal irgendeinen Pflanzendrink. Das kann jeder Pflanzendrink nach eurer Wahl sein. Ich nehme hier gern Sojadrink, ihr könnt aber auch Mandeldrink, Reis, Hafer, was auch immer für einen Drink nehmen. Aber ich mag es gerne hier mit Sojadrink. Und ja, ich sage Drink, weil man Milch nicht mehr sagen darf. Dann brauchen wir hier Vanillezucker für den Vanillepudding. Maisstärke, das findet ihr auch in jedem normalen Lebensmittelladen. Überall findet ihr Maisstärke. Und zum Garnieren habe ich Himbeeren und Minze. Damit später im Pudding keine Klumpen entstehen, müsst ihr erstmal die Maisstärke... Wow! Das hat gespritzt mit dem Vanillezucker und ein bisschen von eurem Pflanzendrink, also ich nehme hier nur einen kleinen Schluck, müsst ihr erstmal gut vermischen mit einem Schneebesen, bis hier keine Klumpen mehr drin sind. Die Superprofis unter euch können da natürlich auch frische Vanilleschote reinmachen, aber hat natürlich keiner zu Hause. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht. Den restlichen Pflanzendrink, den ihr jetzt noch habt, gebt ihr in den Topf und lasst ihn aufkochen. Sobald das Ganze schön angefangen hat zu kochen, gebt ihr das von der Herdplatte und rührt eure Mais-Zucker-Mischung unter ständigem Rühren da rein. Und wieder rauf auf die Kochplatte. Kurz nochmal aufkochen lassen und schon wieder runternehmen. Das ging ja schnell. Man könnte jetzt darüber streiten, wie viele Portionen das sind. Ich würde ja behaupten, eine. Packungsbeilagen würden behaupten, 4. Deswegen fülle ich einfach mal 3 Schüsseln damit. Bevor ihr euch den Pudding jetzt warm reinhaut, weil ihr es nicht mehr abwarten könnt, so wie ich es meistens eigentlich mache, sollte das Ganze natürlich vorher abkühlen. Aber bevor ihr es in den Kühlschrank stellt, lasst es doch noch 10 Minuten oder so draußen, damit das andere Zeug in eurem Kühlschrank nicht auftaut. Wenn ihr noch jünger seid und das nicht euer Kühlschrank ist, eure Eltern würden euch killen. Ich spreche aus Erfahrung. Und wenn ihr dann doch mal Bock auf was Schnelles, Schokiges habt, dann habe ich dieses Baby hier für euch. Ich zeige euch die Zutaten. Und auch hier ist das Pflanzendrink-Game natürlich wieder strong. Ich habe hier Sojadrink, dann Kakao. Ihr könnt hier Backkakao nehmen oder auch handelsüblichen Kakao, wo so Zucker drin ist, wo man so Kakao draus macht. Aber dann solltet ihr halt einfach weniger Zucker verwenden. Maisstärke und ganz normalen Zucker. Und zum Garnieren habe ich hier wieder Himbeeren und Minze. Das ganze Prozedere wieder von vorne, einfach die ganzen trockenen Zutaten. Mit einem Schluck Sojadrink vermischen und den restlichen Sojadrink aufkochen. Mix it like there's no end, Leute. Ihr müsst das richtig gut durchmixen, weil wenn hier drin Klumpen sind, dann werden auch später in eurem Pudding Klumpen sein. Also haut rein und mixt das gut durch, okay? Same procedure as every time, James. Show me your heart. I'll show you mine. You go first. I'll be wine. You're my soul.
to serve it. Also fast. Scheiße, ich hab gekleckst. Pisse. Und auch hier wieder nach einer ungefähren kleinen Abkühlzeit von 10 Minuten ab damit in den Kühlschrank. Sofern ihr es noch nicht gegessen habt. Bevor ich noch anrichte, ein paar Grundregeln von mir, die eigentlich klar sein sollten. Ihr könnt natürlich mit den Zutaten variieren, wie ihr möchtet, von den Mengenangaben her. Denn je mehr Maisstärke ihr verwendet, desto fester wird natürlich der Pudding. Und je weniger ihr verwendet, desto flüssiger wird er. Beim Zucker ist es klar, dann wird er entweder süßer oder nicht so süß. Und ihr könnt das Ganze auch noch verschnellern, indem ihr einfach gleich einen Schokodrink dafür nehmt oder einen Vanilledrink dafür nehmt. Aber das ist dann für die Ultrafaulen. Mögt ihr die Haut oben, die entsteht auf einem Pudding? Findet ihr eigentlich ganz geil. Schoko. Der ist einmal so richtig geil geworden. Heaven! Heaven! Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen und vielleicht kocht auch der ein oder andere von euch das Ganze nach. Falls ihr es nachkochen solltet, dann markiert mich doch auch gerne auf Instagram, denn ich habe auch jetzt meinen eigenen Instagram-Account für den Kochkanal, und zwar Jana Lecker, könnt ihr gerne markieren und auch abonnieren, bitte. Ich schaue mir gerne eure Kreation an und lasse auch mal das ein oder andere Like da, und ansonsten würde ich sagen, lasst es euch schmecken. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Tschüss. Bis zum nächsten Video.